Hallihallo, Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Foundation. In der letzten Folge haben wir ein Megabauprojekt ja hier begonnen, was uns 100 Werkzeuge kostet. Was doch mittlerweile eine ganz schöne Zahl ist, auch noch. Und wir haben unseren riesigen Wald hier auch mittlerweile etabliert, wo wir vielleicht mal in der Zukunft ein paar Jagdgebiete auch zwischendurch einschreiben müssen, damit die auch von der Seite nach da drüben wandern. So, die Jagdhütte ist nicht jetzt auch fertig und wir brauchen unbedingt einen Jäger. Wie ist der gelaufen? Hier durch. Kidding me? What? Hä? Wir haben 180 Leute in der Stadt. Leco mio. Ich würde sagen, wir schicken heute ein paar Ritter sogar schon in den Krieg. Wir haben ja einige. Ich wollte mal gucken, wo sind denn unsere Ritter? Also Ritter hier. 50. Ich würde sagen, verfügbare Mission. Wir machen mal eine extrem schwere. Entsende meine Truppen sofort, mein Herr. Also eindeutig Ritter. Ritter. Und jeder Ritter macht es einfach einfacher. Ich habe noch mehr Ritter, oder? Ja, Soldat. Soldat. Noch ein Soldat. Also noch ein Soldat. Und noch ein Neuling dazu. Die senden wir hier los. Und dann geben wir noch eine verfügbare Mission einfach. Mission einfach sofort senden. Und hier schicken wir den restlichen Druck. Die müssen einfach lernen, was es heißt, Krieg zu führen. Und dafür müssen die halt mal auch mit den Neulingen eine extrem einfache Mission machen. Einfach damit sie leveln. Weißt du, das ist so wie dieses Grinding. So. Und der nächste Trupp ist auf dem Weg. Jetzt haben wir zwei Trupps wieder auf dem Weg. Vielleicht bringen sie auch nochmal so 50 Werkzeug mit. Das wäre natürlich super. Bei diesem riesigen Projekt hier halt. Was habe ich mir da eigentlich gedacht? Ich bitte jemand schon wieder um eine Audienz. Was wollen sie? 5 Brot. Puh. 5 Brot, das liegt mich doch am Arsch. Das kriegt ganz easy zusammen. Das ist jetzt nicht unbedingt die Schwierigkeit mehr. Das ist eher die Schwierigkeit. What the fuck am I doing here? Da geht der erste Trupp und da geht der zweite Trupp dahin. Ich bin echt langsam so verplant, dass ich nicht mehr wirklich weiß, was wir machen sollen. Vor allem, weil ich auch nicht weiß. Ach schon, eigentlich müsste ja hier. Oder warte mal, jetzt sind wieder neue Sachen da, oder? Waffenschmiede? Brauerei? Die Hopfenfarm ist da? Ja, typisch. Fischerkopf? Wo tue ich denn jetzt zum Beispiel so schöne Schmuck. Wo tue ich Schmuck herstellen? Wo mache ich dies, das, jenes? Es gibt hier ja gar nichts. Kann hier etwas. Oh ja, ich Kloster kann ich freischalten. Ich habe ein Kloster freigeschaltet. Heieiei. Schauen wir uns das nochmal an, oder? Wo ist denn das Kloster? Ich kann mir das gut vorstellen, wo das ist. Leibeigene Bürger und noch eins Zeit zu bürgerlichen. So. Kloster. Ach du Scheiße. Ein Zierstrauch, ein Kräutergarten. Abtei B. Erweiterung D. What? Alter, was? Was kann man denn da zusammenbauen? Holy shit, Maroni. Geht es dann auch nicht. What? Hey.
Hä? Was? Oh mein Gott, ist das complicated. Alter, die Kosten. Nope, das will ich aktuell noch nicht. Wenn, dann hauen wir einmal richtig auf den Kessel. Dann setzen wir irgendwo einen riesigen Bereich hin, wo wir sagen, jo, da kommen alle eure neuen Sachen hin. Und ihr könnt das alles machen. So, was passiert hier? Passiert hier noch was? Ja, die bauen hier, oder? Wir setzen mal die Gebäude auf hohe Prioritäten. Weil die ja nur Holz verbrauchen, oder? Die sollten auch relativ flott gehen. Von daher sollte das kein großes Problem sein, das ganz schnell mal zu richten. Unsere Holzfäller kommen eh nicht hinterher mit dem Bäume abreißen bei der Nachzüchtung. Das ist ich absolut kein Problem, aber das macht mir echt Sorgen, was hier abgeht. Vor allem das mit dem Luxusgut. Das ist so eine Sache, die mir doch ein bisschen ins Auge gefallen ist. Vor allem, weil der Jäger gefühlt nichts tut. Wie schaut es hier aus? Oh, kein Wildschwein. Oder wir tun mal hier, warte mal. Ich würde hier ein kleines Jagdgebiet festlegen. Mittendrin. So. Das ist ein Jagdgebiet jetzt. Und da bauen wir jetzt zwei. Wo sind diese Jagdhütten an? So. Und die sollen dann dort jagen. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Ich glaube, uns fehlt jetzt wirklich da das Luxusgut wieder, weil sie jetzt zu viele sind mittlerweile. Ich will nicht mehr. Ja, aber es geht gut voran mit der Bauphase. Alter, das ist so riesig, das Teil. Und eigentlich nicht so geplant gewesen. Eure Soldaten wurden besiegt. Oh oh. Oh oh, wie viel kommen zurück? Wo sind sie denn? Scheint mir so aus, als ob ein paar Ritter überlebt hätten. Laden. Okay, extrem schwer, hätte ich doch vielleicht alle Soldaten schicken sollen. Merken fürs nächste Mal, dann machen wir schlauer. Bin eh dafür, dass wir ein größeres Heer ausbilden noch. Eure Deadless, drei Tote, Neuling und zwei Soldaten. Oh, nee. Und ein paar neue Soldaten. 20 Soldaten sollen jetzt im Heer sich mal befinden. Schauen wir, wie gut das funktioniert. Estate Manager, nee. Ich hätte gerne hier, genau. Die sind verwundet und ungeübt, die neu, die kriegen hin. Oh, da kriegen noch ein paar gleich ein paar Speere. Wo die jetzt auch immer herkommen. Ah, sie brauchen trotzdem Schwerter, um gegen den Feind kämpfen zu können in der Zukunft. Weil ich glaube, wenn wir genug Goldlager haben, ich würde gerne ein riesiges Goldlager einfach bauen. Dann könnten. Da können wir hier hinten hinsetzen. Ein richtig fettes, schönes Goldlager. Dann könnten wir auf richtig viele Raubzüge gehen und haben halt einen dicken Puffer an Gold immer und können halt machen, was wir wollen. Da schon wieder die Hütten schon wieder hochziehen. Die wollen am Kloster leben, die wollen das Apfelerlebnis. Das sage ich euch. Das Klostererlebnis wollen die. Aber sowas von wollen sie das. So, was können wir denn gerade noch schönes, feines machen? Wie geht's eigentlich mit unseren zwei Hütten hier drin voran? Wo sind denn die jetzt schon wieder? Ich habe hier noch zwei Hütten gesetzt. Wo waren die?
Leute, wo waren die? Da war eine. Dann war hier noch eine. So. Zack, fertig. Die müssen jetzt hier gebaut werden. Und zwar so schnell wie möglich. Unser Brot. Oh, oh. Ah, oh, sie waren physikreich perfekt. Was ich jetzt aber einstellen werde, ist, dass wir beim Handel beim Brot einkaufen. Ja, das Wetter ist wieder gut, perfekt. Aber ich will trotzdem einkaufen bis zu einem Wert von... Wir können es uns ja leisten. Bis zu einem Wert von 40 mindestens, damit wir einen schönen Puffer haben. Das taugt mir sonst nicht, überhaupt nicht, dass wir so eng sind. Weil so eng und tight mag ich es jetzt auch wiederum nicht, ne? Oh, das ist schon wieder 1000 und ich kann sie nicht verwenden. Was? Minus? Wie geht denn das jetzt? Der Handel, ah, der Handel hat ein bisschen was. Das war wahrscheinlich das ganze Brot, was ich gekauft habe. Hupsi. In dem Moment kamen da noch 30 Brot und Werkzeuge an. Das war natürlich dann weniger schlau. Wir haben schon wieder 100 Bären auf Lager. What? Wie geil ist das denn? Wahrscheinlich, weil von hinten keiner sich holt. Wie viel Fisch ist denn hier vorne drin? 42, ja, das geht ja auch. Das geht ja, das geht ja. Jetzt sind wir aber dezent im Minus, warum? Ach, wegen dem blöden Handel immer noch, oder was? Hä? Jetzt updatet sich's nicht, oder was? Was denn das für eine Schweinerei? Hier zieht sich jetzt das Kloster weiter hoch. Dann haben wir nicht auch genug Platz für alle. Was, wie? Essen fehlt. Wollt ihr mich verarschen? Ich gebe euch gleich eine Kelle. Essen fehlt. Alter, wir können hier eigentlich das komplette Gebiet bald kaufen. Also ich finde, wir sind echt schon ein schönes Dorf. Es hat so einen kleinen Flair. Hier drüben voll viel, hier so ein bisschen locker ein paar, die halt außen wohnen, die sich um die Gebiete hier kümmern wollen. Sehr interessant alles hier, ne? Wie geht's hier voran? Oh, der wird gleich fertig. Wie schaut's bei dem aus? Der bringt noch die 5 Werkzeuge und dann ist der auch fertig. Was wollten ihr immer mit eurer scheiß Audienz hier, ne? Was wollen es denn? 20 Fisch. Das gibt es für den Klerus. Dann kann ich mir wieder bei dem den restlichen Punktscheiß freischalten. Weinerzeugung, was? Bienenzucht. Das mache ich in einem fucking Kloster. Wieso? Kidding me. Ich könnte heulen. Also brauche ich auch ein... Oh. Brauche ein Kloster. Ich will kein Kloster. Bienenzucht jetzt in Kloster freigeschaltet. Ich muss es wirklich in der... Kloster. Kräutergarten. Stellt Kräuter her. Bienenzucht. Honig, ja. Produziert Trauben. Produziert Wein aus Trauben. Für welchen Fuck? Wieso? Weil ich muss jetzt überlegen, wie ich dieses scheiß Gebiet hier irgendwo hinhock. Oh, das wird doch wieder schon nervig werden. Wo soll ich denn das ansetzen zum Beispiel? Muss ich jetzt hier dann zum Beispiel hier so ein Teil hinhocken und dann... Warte mal, ich muss dich hier anscheinend docken, oder? Ich kann euch auch rein theoretisch so... Zack, zack. Einmal kurz gucken. Ich muss das jetzt... Einmal muss ich jetzt ganz blöd gucken. Kloster. Ich sag, Abteil B baue ich jetzt zum Beispiel, ne? Und ich baue jetzt hier so eine Bienenzucht hin. Ah, die wollen dann freistehen. Okay. Die stehen dann wahrscheinlich ums Kloster herum. Mit ihren einzelnen Gebäuden. Ja, ist klar. Wie zu weit weg. Und nicht angesteckt werden. Das muss wiederum dran sein, okay. Zierstrauch, Zierstrauch. Und das ist alles zum... Oh, das ist...
kein Zierstoff, das ist fucking Pflanzenmittel. Wie viel kostet mich allein das? Oh, und ich brauche Glas. Wo krieg ich denn fucking Glas? Muss ich doch ein Gläser bauen können, oder? Wo baue ich denn einen Typen, der Glas produziert jetzt nochmal? Oder muss ich jetzt fucking Glas ernst? Oh, ich muss Glas importieren. Ihr Asozialen. Da muss ich mir vielleicht mal echt auf eine Zeit des Designs, damit wir da ein richtig geiles Teil haben am Ende. Und dann müssen wir uns einen Platz suchen, wo wir es hinsetzen. Das wäre natürlich der beste Platz für so ein Kloster, ne? Oder hier hinten. Aber da will ja keiner mehr leben. Eigentlich müsste ich hier das fette Kloster hier irgendwie hinsetzen und hier dann noch viele Wohnungen. Und hier noch eine Brücke rüber. Das wäre gleich genau der way to go. Aber Leute, das war's auch für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.